Angriff auf unsere Städte mache Gutes. Es ist viel einfacher, nur den Schutt wegzuschaffen, als selbst alles niederzureißen. Wenn der Krieg erstmal gewonnen ist, dann wird das mit dem Aufbau ganz schnell gehen. Wie viele 1000 Stunden haben wir beide mit diesen herrlichen Entwürfen verbracht? Sie sind ein großes Geniespiel. Doch, doch. Nur Sie und ich wissen, dass ein drittes Reich nicht vorstellbar ist, das aus Warenhäusern und Fabrikgebäuden besteht. Nur Wolkenkratzer und Hotels. Dieses dritte Reich wird eine Schatzkammer sein für Kunst und Kultur, die Jahrtausende überdauern. Wir sehen die antiken Städte vor uns, die Akropolis. Wir sehen die Städte des Mittelalters, wir sehen ihre Dome und wissen, dass die Menschen sowas brauchen, einen Mittelpunkt. Ja, Speer. Das war meine Vision. Das ist sie noch immer. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Eva, jetzt sag du doch mal was. Er ist der Führer. Er weiß, was richtig ist. Bitte, Sie müssen raus aus Berlin, das sagt doch jeder. Die Russen haben uns ja schon fast abgeschnitten. Ach Kind, ich kann das nicht. Ich käme mir vor wie ein Lama-Priester, der eine leere Gebetsmühle betätigt. Ich muss hier in Berlin eine Entscheidung herbeiführen oder untergehen. Speer. Was meinen Sie? Sie sollten auf der Bühne stehen, wenn der Vorhang fällt. Wie alt bist denn du? 12? Und du? 14? Und du, warum seid ihr hier? Wollt ihr Krieg spielen? Geht nach Hause, spielt was anderes. Wer sind Sie denn? Was wollen Sie hier? Ich will meinen Sohn, und zwar lebend. Sie sollten lieber stolz sein auf Ihren Sohn. Er hat 2 Panzer abgeschossen. Der Führer persönlich wird ihn heute dafür auszeichnen. Sie sind jung. An welcher Front haben Sie gekämpft? Ich hatte noch nicht die Ehre. Es ist Ihr Glück, dass Sie noch nie eine Schlacht erleben mussten. Und jetzt seien Sie vernünftig und schicken die Kinder nach Hause. Wir werden die Stellung halten bis zum letzten Mann. Und welche Stellung soll das sein? Das ist keine Stellung, das ist eine Falle. Die Russen werden euch von 2 Seiten in die Zange nehmen. Und ihr könnt noch nicht mal wegrennen. Wir werden zurückschießen. Mit was denn? Wir benutzen die Flak als Artillerie. Die Russen sind mit mehreren Armeen im Anmarsch, mit Panzern und schwerer Artillerie. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, ihr könntet diesen Sturm auch nur für 5 Minuten aufhalten. Wir haben es dem Führer geschworen. Habt ihr denn noch immer nicht begriffen? Der Krieg ist verloren. Es ist zu Ende. Feigling! Haut ab. Jetzt. Wenn die Russen kommen und ihr seid noch da, geht ihr alle drauf. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube... Ich habe mich klar genug ausgedrückt!